Also ich war ein Spielertyp, der war fürs Harte, für den Einsatz, Kampfgeist. Technisch war ich nicht so visiert. Ich war immer mehr der kampfbetonte Eishockeyspieler, also so vom Tor aufgerannt und so ungefähr so wie der Schwiste Peter. Raffarein auch gehabt? Raffarein nicht, aber ich habe mehr mit dem Stock gearbeitet. So wie er früher gesagt hat, wenn einer kurze Handschuhe gehabt hat, ist er das Handlob und so weggehängt. Hättest du dir vorstellen können, wie man es beim KC zu tun? Nein. Nie. Da hätten sie mich in Villach erschlagen. Ich hätte müssen auswandern. Das hätte ich nie gemacht, nie. Ich bin ein blau-weißer, blau-weiß durch und durch. Wenn mir einer stießt, ins blaues Blut. Also. Das kann ich mir nicht vorstellen, nie. Das hätte ich mir nicht kennen. Früher war es nie der Gedanke da, als ich nach Klagenfurt. Dafür war die Rivalität viel zu stark, dass ich da nach Klagenfurt gehe. Nein, nie im Leben. Für den Verein, was der für einen Sieg macht man alles. Man kämpft. Zum Beispiel so wie der Thomas Koch hat immer gesagt, wenn er nach Villach kommt, jetzt muss er wieder nach Villach Eishockey spielen fahren, da warten wieder zwei Wahnsinnige, der Homberger und der Linder. Da werden sie ja wieder mit Schmerzen heimfahren. Das war früher so. Ich habe 129 Spiele gemacht für das österreichische Nationalteam, war bei zwei Olympiaden und bei X Weltmeisterschaft. Für uns war das gewaltig, das war ja Wahnsinn. Wir haben ja da gegen Kanada gespielt, da haben wir ja Tore gekriegt, da war das Stankiewicz im Tor, da hat es gecheppert an allen Enden, das ist 0 Meter gehabt. Es ging am Bratzeputz und vor allem haben wir so viel Körper gespielt. Nicht? Und wenn du einmal runtergeschaut hast, war es tot. War fertig und war eine schöne Zeit. Ich war 35 Partien in der Saison und da fiel man nicht. Einmal nicht in Blau gewonnen und zweimal Weiß. Ich bin Kapitän von Blau und der Juran ist Kapitän von Weiß. Man kommt nicht weg vom Eishockey. Also wir wahrscheinlich kommen weg vom Eishockey, wenn sie uns runterlassen. Es hat 5 Meter runter, dann kommen wir weg, aber sonst, es geht nicht. Es ist ein Ding der Möglichkeit.